Mal über die doppelte verkettete Liste. Letztes Mal hatten wir ja die einfach verkettete. Das hat ein Wert so ausgeschaut. Einerseits den Wert und andererseits den Verweis auf das nächste Element. Und jetzt bei der doppelt verketteten Liste haben wir natürlich nicht zwei Pfeile zum nächsten Element. Das würde wenig Sinn machen, sondern wir haben den Wert, das nächste und auch den Vorgänger. Und während wir letztes Mal ja auch keine Praxis gemacht haben zum Thema C-Sharp und Co. In C-Sharp gibt es eigentlich die Implementierung der doppelt verketteten Liste und das werden wir uns dann auch noch anschauen. Gut, das heißt, so sieht ein Element aus. Das heißt, ein Element braucht wieder entsprechend mehr Speicher, da wir einen zusätzlichen Pfeil ja haben, ja, brauchen wir einen Pointer mehr. Und ja, das wäre die Liste. Aber die Implementierung der Liste, das ist ja die Kette der Items, die Implementierung der Liste ist auch ein bisschen anders. Und zwar im Allgemeinen hat man hier einen First, wie vorher auch, der zeigt auf das erste Element. Aber man hält sich im Allgemeinen auch noch einen Last, der auf das nächste Element zeigt, also auf das letzte Element zeigt. Und zusätzlich ein Count, um die Anzahl der Elemente schnell ermitteln zu können. Ja, dann gibt es eben ein paar Methoden wie Append, Prepend etc. Und durch dieses First, Last und Count, indem wir uns mehr merken als nur das erste Element, ergeben sich einige Vorteile. Nämlich von der Laufzeit und Geschwindigkeit. Und diese, ja, wie meistens kaufen wir uns durch etwas mehr Speicher. Gut, wie sieht jetzt so ein Prepend zum Beispiel aus? Also wir erzeugen ein neues Item, wir setzen den Verweis aufs nächste, auf das alte erste. Ja, wir fügen ja vorne an und wenn es ein altes erstes gegeben hat, dann zeigt auch der Pfeil zurück jetzt auf das neue Item. Und ja, das neue erste Item wird das, also das erste Item wird das neue, das wir jetzt ermittelt haben. Nicht vergessen, wenn wir dieses Count auch haben, müssen wir das immer mitzählen. Also beim Append, beim Prepend, beim Insert müssen wir das Count immer erhöhen, beim Remove natürlich entsprechend entfernen, also reduzieren. Gut, was heißt das jetzt? Welche Vorteile hat diese Double-Linked-List? Warum ist diese auch gerne implementiert? Nun ja, Anzahl ermitteln, und häufig braucht man die Anzahl der Elemente, ist dadurch in konstanter Laufzeit möglich. U von 1. Durch dieses Last können wir auch hinten mit konstanter Laufzeit anfügen und nicht nur vorne. Ja, Prepend geht ja immer mit konstanter Laufzeit, aber jetzt geht auch Append hinten anfügen. Und da wir uns sowohl das Last als auch das Count merken, reduziert sich die Laufzeit beim Insert oder Remove an einer bestimmten Stelle auf ein halbe. Der Grund ist simpel. Wir können jetzt hergehen und können sagen, okay, wenn der Index zum Einfügen oder zum Entfernen größer als die Hälfte ist, fangen wir hinten an und ansonsten fangen wir vorne an. Und somit reduziert sich die Laufzeit auf ein halbe. Gut, ja, soweit zur Theorie der Double-Linked List. Natürlich heißt es jetzt Einfügen oder Entfernen. Funktioniert ähnlich wie bei letzten, nur dass wir nicht zwei Zeiger umbiegen müssen, sondern vier Zeiger umbiegen müssen. Weil wir müssen ja immer schauen, dass das Next und das Previous richtig gesetzt sind. Ja, sehen wir uns das Thema mal in der Praxis an. Gut, also, damit wir die Liste verwenden können, brauchen wir einen entsprechenden Namespace und alle Collections, ja, sind im System wo Collections und seit .NET 2 gibt es den Namespace Generic. Ohne gibt es das gleiche, aber dann sind es immer Objects und wir müssen immer hin und her casten. Also immer das Generic verwenden, Using vorhin. Und jetzt können wir hergehen und können sagen, okay, wir machen eine List. Das ist sie nicht, wir machen eine Linked List. Und diese Linked List ist jetzt eben genauso eine Implementierung einer Doubly Linked List, wie es so schön heißt. Und als kurzen Beweis, was heißt Beweis, wenn wir uns die Doku von Microsoft ansehen, dann steht er hier, Represents a Doubly Linked List. Ja, also auch hier genau unsere Doubly Linked List, obwohl sie Linked List heißt. Gut, also machen wir mal End. List ist gleich New List. Und jetzt können wir hier einfach mit List.add, add after, add before etc. alles mögliche machen und wir sehen hier immer im IntelliSense, hier gibt es eine
Linked List Node, also ein ganzes Element, das wir einführen könnten, oder wir könnten einfach nicht nur eine Linked List Node, sondern eben einen entsprechenden Int Value einfügen, also zum Beispiel 42. Ja, at last, at first, at before, also Methoden heißen hier einen Tick anders. Na, 12 machen wir jetzt vorne hin. Heißt einen Tick anders wie eben in der Theorie gerade, aber macht ja nichts. Ich glaube, ihr wisst, wie es geht. Gut, also list.remove, remove first, remove at. Überall die Option mit einem Wert oder immer mit first oder last. So, also remove könnte hier einen entsprechenden Wert entfernen. Gibt es ein remove at eigentlich? Remove, remove first, last. Add first, add last, add after. Nö. Okay, haben wir nicht mal die Option. Na, dann kann man die Liste natürlich jederzeit auch selbst bauen mit den entsprechenden Infos aus dem Theorievideo, das wir gerade haben. Gut, reverse wird das Ganze umdrehen, ist aber eine Extension Method. Also remove last, remove first, die Sachen sind alle da. Add, at last, at first, at before, clear gibt es natürlich, find last. Ja, einfach anschauen, welche Methoden es gibt. Ja, und dann, wie gesagt, viel Spaß damit. Ausgeben geht natürlich auch vor int i in list oder statt i item in list. Console.WriteLine item. Ja, warum geht for each? Das ist das Iterator-Pattern, ist aber eher ein Advanced-Thema. Video dazu gibt es ja. Gut, in diesem Sinne viel Spaß.